völlig wild und ungebändigt von Menschenhand, steht nicht ganz in der Mitte, leicht nach links versetzt zum Teich, ein Baum und wächst gemächlich vor sich hin. Er ist sehr jung und voller Neugier. Jeden Tag aufs Neue, wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Wiese strahlen, wartet er ungeduldig, welches rege Treiben ihn zu erwarten hat. Mit der Sonne kommen die Rehe und Hasen, Schmetterlinge über die bunten Wiesen tanzen, die Grillen im Duett mit den Vögeln spielen ein Sonnenlied. Der kleine Baum erfreut sich seiner lebendigen Umwelt. Am Ende der Wiese, gegenüber dem Teich, ist ein Hügel, nicht groß, aber zu groß, als dass der Baum herüberschauen könnte. Die Jahre vergehen und der kleine Baum wächst heran zu einer stattlichen Eiche. Das jugendliche Geäst versteht es mittlerweile hervorragend, die Stürme zum Spielen zu nutzen. Schon so vieles erlebt hat der junge Baum. Etliche Stürme und harte Winter. Die Geschichten der Vögel aus dem Süden hat er gierig verschlungen. So vieles erfahren hat er, aber nicht, was das unheimliche Geräusch hinter dem Hügel zu bedeuten hat. Keiner kann, oder vielmehr will es sagen. Du wirst es eines Tages selber sehen. Wenn du groß genug bist, sagen sie nur. Und auf diesen Tag führt der Baum ungeduldig zu, denn es ist das Aufregendste und Spannendste, was er überall die Jahre erlebt hat, obwohl er ja nur das unheimliche Geräusch hört. Aber gerade das macht ihn so neugierig. Jahre vergehen und der Baum wächst immer mehr dem Himmel empor. Es ist wieder Frühling und der Baum erwacht aus seiner Wintersruhe. Er streckt seine Äste und auf einmal. Er kann über den Hügel sehen. Voller Neugier versucht er, seine zittrigen Äste ruhig zu halten, um besser sehen zu können. Doch was er sieht, macht ihm Angst, panische Angst. Seltsame Bäume ohne Äste und Blätter ragen dem Himmel empor. Tiere mit runden Füßen trampeln über lange glatte Wege. Tiere mit einem riesigen Maul reißen Bäume nieder und zertrampeln sie mit ihren gewaltigen Tatzen. Der Baum bekommt Todesangst. Ohne zu begreifen, was dort genau vor sich geht, ahnt er, dass eines Tages sein Schicksal das gleiche sein wird wie der Bäume hinter dem Hügel. Der moderne, zivilisierte, zukunftsorientierte Fortschritt der Menschheit kennt kein Erbarmen. Doch Menschen hat der Baum noch nie gesehen. Noch nicht.